Hey Leute und willkommen zu einem neuen kleinen Nintendo Switch News Video, in welchem ich euch heute alle Infos zum neuesten Update der Nintendo Switch mitteilen möchte. Welche Features genau mit dem neuesten Nintendo Switch Update dazugekommen sind und weshalb diese ganzen Updates, die wir in letzter Zeit bekommen, ein sehr gutes Zeichen für die Nintendo Switch generell ist, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Gyrods und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem eure Hausgestaltungen teilen. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich aktuell fast daily streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über den Follow freuen. Das neueste Nintendo Switch Firmware Update, bei welchem es sich genauer gesagt um die Version 14.0.0 handelt, wurde nun vor einigen Minuten veröffentlicht und bringt gleich mehrere neue Features mit sich. Zum einen können wir nun in unserem Homescreen, sobald wir auf alle Software klicken, Gruppen erstellen, welche dafür gedacht sind, dass wir unsere heruntergeladenen Spiele und Apps nach Belieben sortieren können. So ist es uns möglich, insgesamt 100 verschiedene Gruppen mit jeweils maximal 200 Titeln zu erstellen. Wichtig ist an der Stelle noch zu erwähnen, dass wir dieses Feature jedoch nur nutzen können, sofern wir mehr als 12 Software-Titel bzw. Spiele auf unserer Switch installiert haben. Ich persönlich finde diese Funktion mega praktisch, da ich nun so endlich meine Apps wie Twitch oder auch Crunchyroll von meinen Spielen trennen kann und generell bietet uns das Feature die Möglichkeit, unsere Spiele- und App-Sammlung einfach ein wenig ordentlicher zu halten. Das zweite Feature, welches mit dem neuen Firmware-Update hinzugefügt wurde, hat was mit dem in der Vergangenheit bereits veröffentlichte Bluetooth-Feature zu tun. Denn hier können wir nun ab heute, sofern wir Bluetooth-Kopfhörer an der Switch verwenden, nun auch die Lautstärke der Switch über unsere Kopfhörer steuern, was vorher dementsprechend nicht funktionierte. Des Weiteren wurde für einige Bluetooth-Kopfhörer die maximale Lautstärke erhöht. Aber ja, soviel zu den Neuerungen des 14.0.0 Updates. Ich persönlich finde es mega nice, dass in letzter Zeit so viele kleine neue Features in die Switch-Software integriert werden und ich bin wirklich mal gespannt, was uns da in Zukunft noch so erwarten wird. Ich hätte da ja doch noch so einige Wünsche, aber mal schauen. Alle Infos in schriftlicher Form zum Update habe ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ja, was ist eure Meinung zu dem neuen Gruppier-Feature? Habt ihr bereits einige Gruppen erstellt? Schreibt es mir gerne in die Comments. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat mein kleines Nintendo-News-Video ein wenig gefallen oder eventuell sogar geholfen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.